Ja, hey Leute, jetzt zweites Video heute. Ich bin super motiviert, heute das zu machen. heute Review. Mal wieder über eine Rail. Und zwar geht es um meine Black River Rail Vierkant. Ja, also das ist die normale Rail, also keine Low Version. Also sieht so aus. Ja, sag ich mal was allgemein zu den Daten. Also ist ungefähr 5, ja, 7 cm hoch. Ja, 5. Ja. Ja, knapp 25 cm lang. Ja, und hat halt, also kommt, wenn ihr die bestellt, mit Non-Slides an. Ja, meine sind hier so ein bisschen abgenutzt, aber kommt halt mit Non-Slides an, damit sie gut hält. Ja. Und was ich auch toll finde, allgemein für Black River und auch auf den Rams, ihr Brandmarking oder hier halt die Eingravierung vom Black River. Ja, also die Rail. Ja, es besteht die, das hier oben ist massiv und hier, das hier ist halt, ja, gepunktet, also so geschweißt. Und ja, das kann, ja, also Kostenpunkte da sind 16,95 € mit Versand, glaube ich, 3, knapp 20 Euro. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Also ich finde die Rail wirklich gut. Sie lässt sich gut, also ist wirklich gut zum Sliden und auch wirklich schön verarbeitet. Hier die Ecken sind abgerundet und so und hier alles auch schön abgeschliffen. Nein, nicht abgeschliffen, die also so abgerundet, dass man sich nicht irgendwie wehtun kann oder so. Also wirklich super verarbeitet. Auch hier die Ecken alles abgerundet und ich finde wirklich für 16,95 € die Rail, das ist wirklich nicht teuer und ja, ich kann sie nur empfehlen. Also von mir kriegt sie, ja, sag ich mal, 5 von 5 Punkten oder 10 von 10. Also entspricht allen Anforderungen. Ja, und sieht auch toll aus. Und ja, also durch den Unfall, das steht sie auch gut und rutscht nicht weg. Und ich finde allgemein die Black River Rails, also das ist eigentlich Favorit bei mir. Und hier die Double Barrel, Double Shotgun oder wie auch immer, die mag ich auch sehr. Und ja, sonst war es das erstmal. Weitere Videos werden folgen. Na dann. Viel Spaß noch, abonnieren und haut rein.